Uni. Aber die Zeiten sind vorbei. Ja. Mit einem PewDiePie kam wahrscheinlich dann die Entwicklung und in der deutschen Szene dann das Äquivalent wahrscheinlich ein Nebelneek, würde ich mal jetzt sagen, dass so Let's Plays geschnitten werden mussten. Ja, stimmt. So. Er war der Erste, ne? Ja, er war eigentlich so ein ziemlicher Vorreiter, was krass. Das anging. Ja. Nice. Das ist ja meine Bubble, aus der kam ich ja. Ja. Ich war damals Twitch-Mod, das ist völlig verrückt, Twitch-Mod bei Nebelneek und dann ist er ja so gepoppt und so bin ich irgendwie in die Szene geil. Reingeraten. Ja, congrats. Werdet Mods, Leute. Jetzt sind wir hier in der Corner. Jetzt bin ich in Köln. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal hier in Köln lande und diesen ganzen Internet-Scheiß mache. Oder das ist schon lustig. Also wenn du das wirklich auch so miterlebt hast, so als Zuschauer auch und als so Mod bei Leuten, also auch Fan irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Ja, klar. So. Und jetzt bist du drinnen, das muss so lustig sein. Und ich hab mich ja mein Leben lang schon übel dumm mit dieser ganzen Szene befasst. Du merkst allein daran, dass ich weiß, dass bei diesem Padawan-Projekt dabei war. Meine Sachen, Namen von Leuten, ich weiß noch nicht mal die Namen von, weiß ich nicht, der Tante von, doch, weiß ich wohl. Ich wollte mich gerade selber so krass beleidigen. Nee, aber das finde ich schon also sehr krass. Das scheint, du hast dich wirklich sehr damit beschäftigt und jetzt bist du hier. Was für eine geile, Story. Das ist so ein bisschen Bordstein zu Sky, das ist auch ein bisschen dumm. Aber vom Fan zum Creator. Ja, das ist es tatsächlich, aber ich glaube, das sind die meisten heute. Oder viele heute. Ja klar, du kannst ja nicht damit nicht aufwachsen und es dann nachher trotzdem so cool finden, dass du es machst. Also entweder du wächst damit auf und machst es dann, weil du es so cool findest, oder du hast damit gar keinen Bezug zu wahrscheinlich, oder? Ja, safe. Wie war das für dich damals, als du reingestartet bist, als du diese Szene, also als du so das erste Mal in diese Szene reingeschnuppert hast, hattest du schon einen Grundeindruck? Also hast du schon vor deiner Zeit als YouTuberin oder Creatorin geguckt? Also ich habe, wie habe ich gerade schon gesagt, PietSmiet habe ich geguckt. Mhm, genau. Diese ganzen Minecraft Adventure Jump and Run Star, das war ja so geil. Oh mein Gott. Das war mega geil. Kannst du heute kann man so nicht in der mehr Form angucken. Auch nicht kann mehr machen. Man nicht mehr angucken. Ich habe letztens noch mal so mir einen Abend Zeit genommen, noch mal ein paar Folgen reingeschaut und ich wusste nicht, was auf mich zukommt und ich habe mich so weggelacht. Das kannst du wirklich nicht mehr machen. Das geht gar nicht. Aber es ist eine lustige Zeit gewesen. So. Das hat Spaß gemacht zu schauen in der Zeit, wo man sich da nicht so viele Gedanken drüber gemacht hat, einfach über die ganzen Themen. Und ich glaube, ich habe Kelly geschaut, weil ich es interessant fand, weil Kelly war so die Einzige, die als Frau sowas gemacht hat. Es gab, glaube ich, wenig Frauen, zumindest die eine Aufmerksamkeit hatten, die überhaupt Videos gemacht haben. Und da habe ich mich sehr so, habe ich geguckt. Und das ist ja auch eine super gute Freundin von mir geworden. Auch die PietSmiet-Jungs sind auch super gute Freunde von mir geworden. Deswegen ist es totes witzig. Aber bei mir war es nur klein. Es war auch nur so ein Jahr oder so, bis ich selber angefangen habe, zu machen. Also ich habe das gar nicht so, ich habe es mit 17, habe ich glaube ich erst angefangen, YouTube-Videos zu schauen. Also vorher habe ich nur das für Musikvideos und paar englische YouTube so sehr casual konsumiert. Sehr casual und sehr unbewusst so. Aber wo du gerade PietSmiet sagst, ich muss immer so, wo du auch die alten Videos erwähnst. So, ich habe auch letztens noch mal so ein bisschen reingeschaut und es ist so, erstmal machen die Sachen, die sagen Sachen. Ja, alles, was man nicht sagen darf, sagen die. Wo sich bei den heutigen Social Media Managern die Zehennägel aufrollen, kannst du alles heute nicht mehr machen. Was man auch heute ja gar nicht, diese Meinungen, die sie da haben, also diese Witze, die sie da machen, würden sie heute auch gar nicht mehr machen. Also einfach, weil das Bewusstsein hat sich verändert. So. Das war damals nicht bewusst, dass das wirklich Menschen angreift, was man sagt. Das eben. Ist voll krass. Eben, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber damals war es normal. Man hat sich totgelacht darüber. Ja. So, oder die haben ständig die Mütter, also sämtliche Mütter wurden beleidigt. Die schlimmsten Schimpfwörter. Im Hintergrund bei Bram hörst du durch sein Headset-Mikrofon irgendwie die Shisha klappern. Ja. Digga, es war einfach eine geile Zeit. Und für mich, wir haben uns ja das letzte Mal, hier ist mein schlaues Buch runtergefallen. Wir haben uns das letzte Mal in Hamburg gesehen. Ja. Und da haben wir das erste Mal eigentlich auch so richtig gequatscht nach 6 Jahren. Ja. So. Und für mich ist das auch so ein Moment, ich meine, man stumpft ja so ein bisschen ab, man so für Leute, die jetzt so Zuschauer sind, ist es was Besonderes, mal einen Simon zu sehen oder einen Monte zu sehen oder einen Trimax zu sehen. Mittlerweile ist es für einen so, ach ja, der ist da, ja, also man kennt sich, aber es ist so normal geworden. Aber hast du das gar nicht mehr? Gibt es keine Leute mehr, wo du das... Darauf wollte ich zurück. Okay, okay. Digga, wo Bram da lang gelaufen ist. Das hittet mich. Ich hatte auch einen Moment, das war, wo so ein bisschen diese Pandemiezeit war. Mhm. Da haben sie ja so ein Ersatzevent gemacht, diese Spielesause. Ja. Mit Trimax, Gronkh und Papa Platte. Ja. So, und Da war auch so ein Poker-Segment, wo ich für eingebucht war, so Charity-Poker-mäßig. Geil. Und es war wirklich so eine Situation, und da habe ich wirklich,
da bin ich Affenscheiße gegangen. Ich stand einfach nur rum und väterlich, fein väterlich, greift mir eine große Hand auf die Schulter und ich drehe mich um und es war Gronkh. Oh, das hatte, ist was Besonderes. Und das fühle ich. So, boah, Alter, das ist so. Das ist krass, das ist krass. Ja, mit Gronkh hatte ich auch letztes Jahr meinen ersten. Also, wir sehen uns immer, um uns Tschüss zu sagen. Auf jedem Event sind wir nur und sagen, hey, aber ich gehe jetzt. Und dann sagen wir Tschüss so. Und letztes Mal war es das erste Mal, dass wir dann nebeneinander wieder standen. Wir waren essen, wir saßen aber ganz andere Seite vom Tisch, haben nicht gesprochen. Ja. Und dann habe ich ihm aber trotzdem Tschüss gesagt. Und dann hat er mich in den Arm genommen. Also und das war so krass. Ein unglaublich netter Mensch auch. Das ist wirklich genau. Weil der ist halt, der ist so, wie er in den Videos einfach ist. Der hat diese sanfte Aura und man fühlt sich dann voll geborgen. Und das hat mich auch kurz nochmal so zurückgeholt und dachte so, boah, krass, wie es dazu gekommen ist. Jetzt ist das schon heavy. Und das ist so verrückt, weil wenn du diesen Typen siehst, weißt du, ey, der ist halt der Grund für so vieles. Ja, wirklich. Der ist der Grund für Pete's Meat. Ja. Der ist der Grund, weswegen ich angefangen habe, damals den Let's Play-Shit zu gucken. So für so viele, Leben hat er verändert. Ja. Wenn man das auch mal sieht, weil die Gronkh-Community ist eine, die so richtig krass mitgewachsen ist. Das stimmt. So, und du siehst dann teilweise so auf Twitter, habe ich letztens auch was gesehen, dass so Paare Kinder kriegen, die sich über diese Gronkh-Community kennengelernt haben und die nennen ihre Kinder dann Erik und so. Oh nein. Wie verrückt ist das? Ja, das kommt jetzt, ne? Das ist jetzt die Zeit dafür. Oh mein Wie Gott. Wie verrückt ist es, weil das Insane. Ist eine Community, ich habe Gänsehaut. 10 Jahre existiert. Ja. Und es ist so verrückt, dass Leute sich darüber kennenlernen, Paare dadurch entstehen oder legit halt Kinder. Das ist so richtig krass. Crazy. Das ist fuck. So crazy. Ich finde es schon so verrückt, wenn Leute mir schreiben, dass die sich angefreundet haben über mich. Ja. So, wenn die so in den Kommentaren auf einmal miteinander schreiben und fühl auf einmal komplett. Schicken die mir so vor, dass wir haben uns jetzt getroffen. Da könnte ich schon heulen. Das ist so ein schöner Moment, wenn du so das Leben von einem Menschen so positiv beeinflussen kannst mit einer Freundschaft, wie was Besonderes. Ja, eben. So eben. Schön. Und dann heiraten auch noch und noch ein Kind. Abgedreht. Abgedreht. Würdest du, pass auf, wenn in deiner Community sich so Pärchen entwickeln und die würden heiraten und die würden dich einladen, würdest du da hingehen? Ja. Ist ich glaube, geil, zu einer Hochzeit, wenn es wirklich diese Story ist, dass die sagen, die haben sich über mich kennengelernt, ist so im Discord geil. Oder so, dann würde ich mich da schon blicken lassen, auf jeden Fall. Ich war noch nie auf einer Hochzeit. Oh nein? Nee. Hm, ich lade dich ein. Wirklich? Ja. Würdest du machen? Versprochen. Ey, da gibst du jetzt die Hand drauf. Ich halte eine Rede. Oh, geil. Soll ich? So auf jeden Fall ein Ja, safe. Ey, du weißt so viel über mein Leben, du kannst wahrscheinlich nicht richtig gut. Ja. Ey, und wir haben noch gar nicht so viel Zeit miteinander verbracht. Aber nee. Ich weiß so viel und ich komme awkward dabei vor, aber es ist okay. So ist das Leben aber. Also ich fand das auch am Anfang immer awkward, wenn Leute zu mir gekommen sind und dann gesagt haben, oh, letztes Mal habe ich das und das gesehen. Wie findest du denn das jetzt? Und dann sagen die irgendeine Meinung von mir, die ich damals hatte und fragen mich dann, wie die Meinung jetzt ist. Und ich wusste ja gar nicht mehr, dass ich überhaupt mal irgendwie darüber gesprochen habe, eine Meinung überhaupt dazu hatte und musste mir erstmal eine neue Meinung wieder ausdenken. So sowas passiert voll häufig und das ist am Anfang richtig weird. Und jetzt inzwischen ist es irgendwie Teil vom Leben, ne? Bei dir ja wahrscheinlich dasselbe mit Twitch-Streams. Du bist ja auch voll nah bei den Leuten so und die kriegen ja voll viel von dir mit, wenn du so plapperst über dein Leben und sowas. Total, auch Sachen, die du eigentlich so verstecken willst, wenn ich so zurückdenke an eine Zeit. Ich habe für 1,5 Jahre in Stuttgart gelebt und Stuttgart war jetzt nicht so meine beste Zeit, wo es auch mir nicht so Knülle gab. Da habe ich auch in Streams hin und wieder drüber reden müssen, weil es ist einfach so. Ja, war zu auffällig so. Ja, das ist das Gute, aber auch das Schwierige an Twitch. Du sitzt halt 6 Stunden vorm Rechner und du kannst 6 Stunden lang nicht eine Maske wahren. Ja. So, das geht nicht. Das ist anstrengend. So, und ja, macht es einen irgendwie mürbe. Ja. So, und es ist auch, wie du sagst, es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend. Und du weißt, es ist erstmal so kein Ende in Sicht. Und dann versuchst du irgendwie damit dich zu arrangieren, okay, ja, es ist dein Job, so. Aber du musst es auch irgendwie gut genug machen, dass die Leute an der Stange bleiben. So, und wenn es dir aber nicht gut geht und du jeden Tag aber live sein musst und Leute unterhalten musst und den Hampelmann so machst. Krass, Twitch ist so krass, der Hustle da ist so insane. Ja, es ist, ich glaube, in dieser ganzen Social-Media-Branche der am meisten unterschätzte Hustle. Ja, definitiv. Das ist wirklich krass. Also was so Reefed und so, was die machen, dass die auch jetzt online gehen, wenn die draußen sind und sowas, du gewöhnst dich da dran natürlich als so Mensch, aber trotzdem bist du ständig unter Beobachtung. Das macht schon voll viel mit dir selbst, glaube ich. Genau, das ist genau der Punkt, weswegen ich aufgehört habe. Weil ich dachte mir, ey, ich kann... Gibt es keinen dazwischen? Also kann man Twitch nur so machen oder nicht? Wenn du erfolgreich sein willst? Ja. Nur so. Nur so. Ich bin der Meinung, nur so. Ja,
Glaube ich auch. Du musst jeden Tag streamen, damit die Leute damit die dich in deinen Alltag integrieren und dann einfach gucken, weil die dich kennen. Routine, ne? Routine ist das Wichtigste. Ja. So, du brauchst einen Streamplan. Und ich habe ja immer versucht, so möglichst gesunden Lifestyle dabei zu halten, dass du halt sagst, hey, ich komme dann on, wenn ich Bock habe, so, und ich force mich oder verpflichte mich nicht zu krass da rein. Am Arsch die Räuber. Du musst dich verpflichten. Ja. Sonst, also anders geht es nicht. Es muss Twitch, und das ist ein Tipp für alle, die den ganzen Internet-Scheiß machen wollen, Twitch ist fucking Commitment. Ja. So. Und wenn du nicht bereit bist, das mitzugehen, so, dann brauchst du es nicht machen. Was also du kannst es hobbymäßig machen, natürlich. Ich wollte gerade sagen, was ist für dich der Unterschied zwischen, also ab wie vielen Views, ab wie viel weiß ich nicht was, bist du kein Hobby-Twitcher mehr, sondern musst es dann durchziehen so richtig? Das ist eigenes Ermessen. Ja. Es ist ja eher die Frage, ab wann kann sich das tragen? Ja. Und ich glaube, tragen kann sich das so ab, ich würde sagen, 1000 Subs. 1000 Subs? 1000 monatliche Subs. Ist, glaube ich, die Grundbasis dessen, dass du es wirklich, oder sagen wir mal so, wenigstens 700 Subs und du hast regelmäßige Placements. So. Boah, krass. Ich glaube, das ist das. Das ist schon a lot. Wie viele Viewer brauchst du dafür? Stimmt, 1000? So mindestens 500. 1500 bis 700 müssen schon sicher sein, ja. Und wenn du das nicht hast, also ich würde niemandem empfehlen, mit 200 Viewern selbstständig zu gehen. Nee, das geht ja nicht, das kann man ja das nicht. Das ist zu risky, auch wenn vielleicht Subzahlen hoch sind. 200 Viewern, nee. Aber wie krass, weil du musst ja dann quasi, also du kannst ja, doch, dann streamen wahrscheinlich voll viele Leute, die einfach nach der Arbeit dann noch streamen, oder? Und nur das zu schaffen, weil irgendwie musst du ja anfangen. Du ja, so habe ich das gemacht, seitdem ich in Köln bin. Krank. Ja, also fünf Stunden gearbeitet. Ich habe ja die Grafikabteilung vom Experian, mache ich ja. Ja. So, das habe ich Teilzeit gemacht und dann noch den ganzen Internet-Scheiß dazu. Ne? Und das ist halt was von Leute von außen nicht unbedingt so sehen. Das ist ja sowieso immer das Ding, weißt du, wenn Leute halt sagen, hey, ja, der streamt gar nicht so häufig. Ah, Mofaga, ich arbeite morgens, dann versuche ich noch irgendwie was zu essen, so, dann gibt es vielleicht Freunde, im Zweifel. Ja, gut, du willst ja auch was erleben mal. Ja, voll. So weil, macht man das ja auch ey, alles. Wir sind in unseren Mid-20ern. Schön wär's. Sorry, Jodi. Ich zähle mich einfach dazu, ist wir schon sind, okay. Wir sind in unserem ersten Lebensquartal. In den besten Lebensjahren, sagst du einfach besten, so. Ja, wir sagen in den besten Lebensjahren, okay, wir einigen uns. Wir sind in unseren besten Lebensjahren und die machen wir weiter. Schaut übrigens hinter der Kamera. Sehr gut. Dann cutten wir einfach um. Wir können das ja umgehen. So, alles easy. Es ist Live-Technik im Podcast. Ich werde das nicht rausschneiden. Läuft die? Es ist ein Ultra-Struggle. Wir nehmen hier mit 3 Kameras auf. Und die laufen alle auf Akku, weil hier leider wachsen ja Steckdosen nicht auf dem Baum. Das wäre krass. Nee, boah, das wäre ultra geil. Nee, dann wäre ja noch schlimmer alles. Dann hast du ja in der Natur, würden alle ihre Gaming-PCs mitspielen. Oh, das wäre geil. Boah, wäre das geil. Nee, können wir mal eine LAN-Party machen draußen? Einfach jeder nimmt seinen PC mit, wir bauen so Tische auf und spielen so draußen. Und dann lassen wir einfach so einen Starkstrom hier durch den Park ziehen, oder ja, was? Ja, was soll's. Dann fängt es an zu regnen, dann haben wir den Salat aber, Jodi. Machen wir es einfach aus. Und jeder kriegt so ein Zelt. Egal, ich will das. Ich will draußen sein mehr, genau. Und aber trotzdem meine Sachen machen können. Genau, und da kommen wir zu dem Punkt. Du sitzt im Hochsommer, es ist Sommerloch, so. Du arbeitest, dann musst du noch deinen Stream irgendwie auf die Kette kriegen. Dann hast du im besten Fall noch Freunde und Freundinnen. So halt Leute, die dich mögen, vielleicht im Optimalfall. Wäre schön. So, mit denen du abhängst. So, und die wollen ja auch noch irgendwie was von dir haben. Und dann brauchst du auch mal vielleicht so ein bisschen Me-Time, ne? So ein bisschen Quality-Time, Me-Time. Wie sollst du das hinkriegen? Weil der Tag und vor hat nur allem, 24 Stunden. Wie so. Du gesagt hast, du bist ja auch nicht jeden Tag gut drauf einfach. Nee. Du hast einen scheiß Tag auf der Arbeit gehabt, du hast dich gestritten mit jemandem. Ja. Du kannst doch nicht dann einfach online gehen und sagen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich streame, empfinde ich es immer voll stark so, dass die Leute, die da zugucken, so richtig, so, die sind so die Main
Zuschauer. Ja, so. Voll. Das ist eine richtige Community und man fühlt sich wohl bei denen. Und ich habe das Gefühl, wenn es mir mal nicht so gut geht, dann kann ich denen das sagen. Ist auch irgendwie schön. Streamst du aktuell regelmäßig? Nee, ich habe immer mal wieder, streame ich mal so für einen Monat, dann habe ich wieder aufgehört. Okay. Aber ich will eigentlich sehr gerne wieder streamen. Ich weiß nur nicht, warum ich es nicht mache. Ich habe es noch nicht gebreakt. Ich habe alles in meinem Leben ein bisschen so sortiert langsam, aber ins Streaming bin ich noch nicht rangekommen. Ich habe durch viele Zeiten habe ich viele so Traumata auf den einzelnen Plattformen. Ja, ja, ja. Und viele habe ich jetzt schon so ein bisschen... Den Weg hatte ich komplett gebrochen. Ja, wirklich. Aber jetzt so langsam ein paar durchbreche ich einfach so gerade und bei Twitch bin ich irgendwie noch nicht ganz durchgekommen. Du bist reversed ich, weil ich habe immer ultra getrödelt mit dem Break, YouTube zu machen. Ja? So. Ich hab das nie gerafft bekommen, irgendwie vernünftig mal YouTube anzugehen. Mhm. Und jetzt mache ich es aber dafür habe ich halt Twitch gekillt. Ah, so. Okay. Ja, aber es ist so, ist best decision überhaupt. Ja. Das ist best decision. Ja, klar. Ich glaube, es ist einfach auch voll wichtig, so diese Balance zu halten. Und manchmal kann man das machen für eine Phase, dann braucht man wieder eine andere Phase. Vielleicht in einem halben Jahr hast du wieder Bock auf Twitch und sitzt dann wieder im Winter zu Hause. Wer weiß, wer weiß, wie der Winter aussieht, dann kommt mal wieder die nächste Pandemie. Weil Shorty wieder irgendeine Fledermaus gegessen hat. Shorty ist Patient 0.